sowas erleben zu können, wie ich es eben schon erlebt habe, dafür würde ich wieder enorm viel geben. Ich bin Erik Frenzel und bin Athlet in der nordischen Kombination. Dadurch, dass wir halt sehr jung Eltern geworden sind. Laura war 17, ich war 18. Wie diese kompletten Pläne, die man da bis dahin hatte, weil man war ja doch auch auf einem Sportinternat, man hatte sportliche Ziele, die man verfolgt hat, die sind von jetzt auf gleich erstmal komplett in den Hintergrund gerückt. Wir haben es schon irgendwo als kleinen Fehltritt unsererseits irgendwo gesehen, was wir da gemacht haben, so jung quasi Eltern zu werden. Dieser Antrieb, der da innerlich dadurch entstanden ist, der hat, glaube ich, schon zu vielen dazu beigetragen, dass ich sage, das hat mir nochmal ein Quäntchen mehr Fleiß in vielen Situationen vielleicht nochmal gegeben. Familie und Sport unter einen Hut zu bringen, ist sicherlich nicht einfach. Und man braucht natürlich eine starke Frau zu Hause, die ihn dann schon unterstützt und den Rücken frei hält. Ich glaube, er kann sich auch nur konzentrieren, wenn er zu Hause weiß, es läuft alles, es passt alles. Und das ist quasi so meine Aufgabe, wo ich sage, okay, man managt das zu Hause und er hat die Möglichkeit, sich auf sich zu konzentrieren und eben seinen Weg zu gehen. Es ist eher mehr so, dass halt das Umfeld die Kompromisse eingehen muss als ich. Ich sage eher, okay, ich muss das und das machen, um erfolgreich zu sein. Und wenn man das irgendwo mit Erfolg, mit Siegen, mit guten Ergebnissen irgendwo dann wieder zurückgeben kann, war für mich immer enorm wichtig. Er hat natürlich so viele Erfolge erzielt, dass er da auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen hat. Aber der Erik hat es halt geschafft, über ein Jahrzehnt so erfolgreich zu sein und dass man eigentlich den größten Wintersportler Deutschlands trainieren durfte, macht natürlich einen schon sehr stolz. Also mein Weltcup-Debüt liegt schon sehr, sehr lange auch zurück für mich. Eine enorme Überraschung, da als junger Kerl da die Möglichkeit zu bekommen, dort an den Start zu gehen. Die Trainer waren sehr zufrieden mit meinem Einstand dort. Also von dem her, ja, habe ich da, glaube ich, ganz gut überzeugt. Was ein großer Vorteil beim Erik ist, dass er nach Niederlagen oder Rückschlägen sofort wieder ins Positive kommt, dass er das akzeptiert. Er hadert nicht lange mit sich. Damals 2013 bei den Weltmeisterschaften der erste Einzelwettbewerb, wo ich eigentlich auf der Ziellinie oder auf der Zielgeraden alles verloren habe, indem ich Vierter geworden bin. Und dazwischen eigentlich nur Zentimeter lagen zwischen der Goldmedaille und eben den vierten Platz. Und das war für mich eine Situation, wo ich sehr mit mir gehadert habe, wo ich enorm mit mir gekämpft habe, weil ich wusste, okay, ich habe einfach taktischen Fehler gemacht. Das war halt eine Situation kurz vorher, wo ich halt mal rausgehen musste und einfach nur mal, ja, alle Emotionen rausschreien musste. Also das war enorm hart, aber auch gut, daraus zu lernen. Pyeongchang war für mich schon was enorm Spezielles, weil die Situation das erste Mal so war, dass ich eigentlich im Vorfeld zu einem Großereignis richtig Probleme hatte. Es war wirklich keine einfache Zeit. Die Anspannung war groß zu Hause, ja. Da kam dann so dieser innerliche Ehrgeiz irgendwo wieder raus, wo ich gesagt habe, okay, ich muss noch mehr machen, ich muss jetzt noch mehr ausprobieren, ich muss noch mehr versuchen und habe dann teilweise sogar schon Weltcups ausgelassen, weil ich gesagt habe, okay, das ist mir jetzt gerade überhaupt nicht wichtig, ich will dort performen in Pyeongchang. Ja, das ist einer seiner größten Qualitäten. Also, dass er bei Großveranstaltungen seine optimale Leistung bringen kann und immer wieder gebracht hat. So bin ich eigentlich nach Pyeongchang geflogen, wusste, okay, das Erste, was ich dort erleben werde, ist dieses Riesen-Highlight, die Fahne zu tragen. Und ich wusste, okay, ich will unbedingt dort nochmal Medaillen gewinnen. Und am besten drei Stück und nur goldene hatte ich mir irgendwo in den Kopf gesetzt. Und das ging für mich auf wie im Bilderbuch. Also das läuft für mich jedes Mal in Gedanken immer noch ab wie so ein Film. Trotz der ganzen Schwierigkeiten, die man zusammen eigentlich vorher hatte, hat er wieder das rausgeholt und hat quasi den großen Cup gelandet, ja. Wo ich gemerkt habe, ich fahre jetzt auf diese Zielgerade geradezu, es geht auf die Ziellinie zu und ich werde jetzt
dort die Goldmedaille gewinnt. Also das war, jeder hat eigentlich erstmal nur den Kopf geschüttelt und war ja voller Freudentränen in dem Moment. Das war schon richtig cool. 2018 nach dem Springen, wir waren mit drei Leuten, so Vierter, Fünfter, Sechster, und haben zu dem Besten so um die halbe Minute waren wir dahinter. Unsere drei Leute, die waren innerhalb von 10 Sekunden. Von daher hat sich das angeboten, dass man einfach zusammenarbeitet. Aber jeder von denen hat natürlich, von meinen Leuten, hat alles eingesetzt, hat sehr viel investiert, über Jahre hinweg. Trotzdem habe ich sie zusammengeholt in der Wachskabine und habe mit ihnen gesprochen. Hermann kam damals dann zu uns in die Kabine und hat gesagt, er hätte einen Wunsch, so hat er es, glaube ich, ausgedrückt. Wir versuchen gemeinsam, mannschaftlich, uns so in dem Rennen abzuwechseln und immer wieder Führungsarbeit zu übernehmen, bis wir eben komplett vorne angekommen sind. Soll dann derjenige gewinnen, der eben dann das Quäntchen Glück hat. Jetzt gehe ich raus und da macht es euch untereinander aus. Es war eigentlich jeder in der Situation, dass er dann sagt, okay, wir akzeptieren das jetzt so, wir wollen das so, wir wollen dieses Gemeinschaftliche irgendwo jetzt schaffen und dafür sind wir jetzt hier. Und er weiß, dass er der Schwächste im Endspurt ist, also er dann die schlechteren Karten hat. Trotzdem hatte er sich in Dienst des Teams gestellt und das zeigt den Charakter vom Erik. Dass es in Wirklichkeit dann auch so aufgeht, dass wir dann alle drei dort gemeinsam auf dem Podest stehen und quasi Gold, Silber und Bronze gewinnen, das war irgendwo dann schon ein richtig cooles Gefühl. Dass es mir gelungen ist, da irgendwo so auf dem Boden zu bleiben, ist, ich glaube, im Vornherein wirklich ganz speziell einfach meine Familie. Zum einen, wie ich großgezogen wurde, aber eben auch, wie ich eigentlich als Vorbild für meinen Sohn, für meine Kinder rüberkommen wollte, möchte. Man muss schon irgendwo immer demütig bleiben für dem, was man halt kriegt, weil die Möglichkeit hat sicherlich nicht jeder und ich genieße es lieber einfach innerlich, als da die großen Tänze darüber zu machen. Ich bin auch mittlerweile innerlich an so einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, bei mir muss nichts mehr. Ne? Ich kann nur noch und ich möchte nur noch. Ich habe den Spaß noch dran. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade die Motivation, weil ich habe es jahrelang genug erlebt mit dem eigenen Druck, den man sich gemacht hat, wo man sagt, okay, ich will jetzt unbedingt noch das Ziel erreichen und ich will vielleicht den Rekord noch brechen. Und okay, ich habe ein gewisses Ziel, das nehme ich mir vor, aber das kann jetzt, das muss nicht mehr. Und das ist sehr, sehr angenehm. Also ich glaube, nochmal eine Medaille jetzt bei den Spielen zu erreichen, das wäre was Unbeschreibliches, wo ich sage, dort nochmal so erfolgreich zu sein und nochmal sowas erleben zu können, wie ich es eben schon erlebt habe, dafür würde ich wieder enorm viel geben. Was jetzt dann am Ende dann rauskommt, werden wir sehen, aber das Ziel bleibt, wie auch eben die Jahre vorher natürlich, da ganz oben stehen zu wollen, aber halt mit einer ganz anderen Voraussetzung jetzt. We'll be right back.